Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dead Island. In der Zwischenzeit gab es mal wieder einen kleinen Patch, der ein paar Dinge verändert hat. Das geht hauptsächlich um die Balance, wenn ich gehört habe. Unter anderem im Multiplayer-Modus, aber es gibt auch so ein paar kleine Änderungen, die auch den Singleplayer betreffen. Zum Beispiel, dass, wenn ich kicke, verbraucht das jetzt Stamina. Das heißt, was viele Leute gemacht haben, nämlich einfach die Zombies umgehauen und dann, ja, nur noch gekickt. Was natürlich effektiv war, im Prinzip, solange nur ein Zombie da war. Das wird jetzt nicht mehr funktionieren, aber wir haben das irgendwie nie wirklich benutzt. Zumindest habe ich das nie benutzt. Ich wusste auch gar nicht so richtig, was das sollte. Deshalb dürfte uns das eigentlich überhaupt nicht, ja, beeinflussen. So, was haben wir denn hier? Ich wollte mir irgendwie noch was anschauen oder bauen eigentlich. Ich hatte da irgendwie in Erinnerung, dass da etwas war. Diese High-Voltage-Mod sah nämlich sehr interessant aus, wobei ich hier nur so ganz normale Waffen habe. Die möchte ich eigentlich nicht dafür verschwenden. Oh, und ja, richtig, das Looten geht jetzt schneller, denn der ist nicht mehr die ganze Zeit dabei, sich kurz hinzuknien oder die Hand auszustrecken, sondern er nimmt jetzt einfach die Sachen gleich mit. Das ist natürlich praktisch, grundsätzlich. So, hier war ich doch letztes Mal. Da kann ich vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen. Wobei ich leider ein volles Inventar habe. Das heißt, es wäre eigentlich gut, wenn ich hier irgendwie so einen Händler finden würde erstmal. Oh, ein Energy Drink. Auch das geht jetzt extrem schnell. Das ist natürlich schön für den Spielfluss. Mir gefällt das. Ich habe allerdings auch schon ziemlich viele Leute in diversen Foren erlebt, die gesagt haben, das ist doof, das macht den Survival-Teil irgendwie ein bisschen kaputt, weil man kann dann im Vorbeigehen einfach mal so einen Energy-Drink aufnehmen und ja, ich weiß es noch nicht, was ich genau davon halten soll. Spontan finde ich es erstmal gut, weil mich das ein bisschen genervt hat, wobei das natürlich auch immer ein sehr langweiliger Teil des Spiels für die Gameplay-Videos war, wenn ich dann rumgestanden habe und haufenweise Schränke rausgenommen habe und das halt ewig gedauert hat. So, was war, genau, da hat der Typ das sogar richtig gesagt, was war jetzt überhaupt genau der Plan? Was war mein Plan? Oh, er hat den Alkohol nicht direkt angewählt, ist das etwa auch neu? Das wäre die beste Änderung dieses Patches, da gibt es irgendwo eine Quest, aber ich weiß nicht genau wo. Ist das hier rum? Ach, hier oben wahrscheinlich. Hallo Josh. Das ist schön. The problem is it was overrun by one of the rascal gangs. They'll kill you as quick as looking at you. But I know a way through the sewers. Na toll, through the sewers. Ja, das möchte ich auch. Scheiße. Ich wollte ja nicht wieder hin. Na ja, gut, komm, ist die Hauptquest, müssen wir wohl machen. Ja, das ist kein Problem. Aber hier oben scheint es vielleicht noch ein paar Sachen zu geben. Hatte ich gehofft, nicht. Schade. Ich würde gerne mir dieses Fast-Travel-Ding da notieren. Ich glaube, man muss ja irgendwie immer da einmal gewesen sein, damit das ordentlich aktiviert ist. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Nicht überall noch Kram rum. Und eigentlich hätte ich auch immer noch gerne hier so einen Händler oder sowas. Warum gibt es hier sowas denn nicht? Na, guten Tag. Nicht? Kein einziger Händler? Okay. Dann schaue ich jetzt einfach mal, wie ich mein Inventar ein bisschen umordnen kann. Ein paar Sachen wegschmeißen, die ich tatsächlich auf keinen Fall mehr brauche. Hm. Die Axt zum Beispiel ist schön, aber die hat ein niedriges Level. Die Militär... Ach komm. Erstmal, ich schmeiße das alles nach da hinten weg, sonst kann ich das ja nicht auseinanderhalten. Ich schmeiße also erstmal den Hammer weg. Den Hammer brauche ich auf keinen Fall. Die Machete kann ich auch wegschmeißen. Da gibt es gleich so eine nochmal und die ist deutlich besser. Das Ordinary Knife ist nicht schlecht. Das hat zumindest gute Werte. Das kann ich zum Werfen benutzen. Aber jetzt werfe ich so selten Sachen. Ne, komm, brauche ich nicht.
Mir fällt gerade auf, dass ich irgendwie meine Machete hier nirgends drin habe. Das ist natürlich auch schlecht. Die brauche ich. So. Das ist noch so ein Ding zum Werfen, was ich eigentlich nicht wirklich brauche. Dann der große Wrench, den brauche ich auch nicht. Komm, so, das reicht erstmal. Dann kann ich jetzt noch die Machete mitnehmen. Ich kann die Pistole mitnehmen, einfach weil sie viel wert ist. Und den Molotow-Cocktail. Molotow-Cocktail kann man schließlich immer gebrauchen. Besonders wenn man in einen komischen Market gehen soll, wo irgendwelche bösen Leute drin sind. Lass mich raten, du willst Alkohol. Der Typ oben hat gesagt, du wärst ein Drunk. Find and bring Alkohol. Ja, ich wusste es doch. Alles Saufköpfe in diesem Spiel. Alle. Ja, komm. Nerv nicht. Ich hab haufenweise Alkohol. Nimm und lass mich durch. Ja, komm. Oh Mann. Die haben doch alle eine Waffe. So, jetzt kann ich vielleicht mal noch die Sachen, die ich hier habe, reparieren. Denn das wird wahrscheinlich wieder ein etwas längerer Ausflug. Ich sehe das schon. Und ich habe ja eh extrem viel Geld eigentlich. So. Gibt's hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Dann auf und zurück in die Sewers. Ich hatte gehofft, dass ich das jetzt nicht brauche. Naja, gut. Geht wohl nicht anders. Sind wir halt wieder hier unten. Oh. Da hustet ein Zombie. Also, er hustet im Sinne von, da ist irgendwie ungesundes Zeug und ihm scheint das Schaden zu machen. Oh, hallo. Matsch. So. Hat er jetzt trotzdem die Waffe weggesteckt beim Loot? Wow. Wow, das sieht ja unschön aus hier. Und da hinten ist so ein großer. Wie mache ich das denn am schlausten? Kommt man da irgendwie hoch oder so? Nee, sieht nicht so aus. Ach, Crap. Ach, Crap. Wie kriege ich den jetzt am schlausten tot? Uah. Die spucken ja. Was zum? Ihh, Gott, ist das widerlich. Komm. Oh, aber dafür sterben sie auch relativ schnell. Toll, jetzt kommen hier die stinkenden Zombies wieder. Na super. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Mach die Tür wieder auf, du Idiot. Und gib mir seinen Loot. So. Okay, da ist auch noch einer. Ich kann nicht mehr crouchen auf C. Ah, richtig, das hatte ich auch gelesen. Die Keybindings wurden irgendwie zurückgesetzt. Gut, dass ich nie wirklich was geändert habe, außer dem Crouch. Das heißt nämlich, dass ich nicht wieder viel ändern muss. So. Ja, bleib du mal da stehen und stirb so. Das ist schon in Ordnung so. Zack. Ich dachte, du wärst tot. Tja. Gleich bist du tot. Lange dauert's nicht mehr. Oh, ein Energy Drink. Die Energy Drinks sollen mehr HP wiedergeben. Das habe ich auch gelesen. Und irgendwie, man muss nicht mehr E gedrückt halten, um die Leute hier zu zertreten, sondern kann einfach einmal drücken, während man ordentlich zielt. Das finde ich auch sehr schön. Ich persönlich bin eigentlich mit dem Patch ganz zufrieden. Mal abgesehen davon, dass ich mein Spiel wieder manuell fixen muss, damit es überhaupt startet, weil irgendein Hanswurst bei der Entwicklung offensichtlich Probleme damit hat, die INI ordentlich anzupassen. Und da musste ich dann die Sprache irgendwie manuell einstellen, also welche Sprache ich dann spiele oder sowas. Was ist denn das? Hallo? Das sieht irgendwie aus, als wäre hier irgendwas. Aber was? Ich weiß es nicht. Egal. Vielleicht? Ah! Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, die mich allerdings... Das ist schlecht. Wie soll ich das denn jetzt hinkriegen hier? Wenn ich das jetzt so mache. Crap.
So macht man es dann nun doch nicht, aber vielleicht hat es ja wenigstens was geholfen. Nein. Scheiße. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe doch noch ein Keybinding geändert. Und zwar das Quick-Menü. Wo haben wir das denn? Wo haben wir das? Quick-Menü, Mittelmaus-Button. Nein, ich wollte es auf dem dritten Maus-Button haben. Damit das nicht immer rumnervt beim Spielen. So wie in meinen ersten Gameplay-Videos. Beziehungsweise wo das Spiel dann irgendwie mal abgestürzt ist, wenn ich das Ding benutzt habe. Aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Keybinding dafür zu tun hat, aber ist eigentlich auch egal. Nein. Bleib da. Und stirb am besten direkt. So. Was hat er denn hier so dabei? Eine Wallet und ein Energy Drink. Man kann sich auch bewegen beim Aufheben, das ist toll. Eieiei. Das Explosivzeug hier. Wo habe ich denn meinen Baseballschläger? Can't hurt to Ich look. habe Algen gefunden. Oder sowas. Alge? Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Ich glaube, das sind Algen. Wir sind das jetzt einfach Algen. Komm her. Ich habe schon lange nicht mehr einen Baseballschläger benutzt, um die Zombies zu verprügeln. Und irgendwie macht das gerade Spaß. Bam. Ah! Lebt noch einer von denen? Nein. Man verbraucht jetzt aber deutlich mehr Stamina, wenn man das Kicken zwischendurch mal benutzt. Ich höre da irgendwie einen als. Okay, wo ist denn der dritte? Ach, da sind zwei. Okay. Das klingt hier irgendwie sehr, sehr unschön aus dieser Richtung. Ich weiß nicht genau warum. Aber ich will eigentlich nicht unbedingt hier hin. Zumindest klingt es nicht so, als wollte ich gerne hier hin. Hallo. Deswegen wollte ich nicht hier hin. Nein. Jetzt verbrauche ich auch noch für sowas so viel Munition. Unnötig. Ich hätte auch meine Machete werfen können. Da habe ich in dem Moment natürlich nicht dran gedacht. Und es ist hier wieder dunkel und meine Taschenlampe geht schon wieder zur Neige. Ach. Das ist doch alles nicht schön. Ah, ich wusste doch, da war irgendwas. Ja, komm auch. Nicht? Dann nicht. Hier ist sowieso nichts. So viel zu meiner Erkundung hier. Da, guck mal, da steht noch eine. Guten Tag. Da kommt er jetzt. Na, das war wohl nichts für euch, wa? Tja, wer da mal hier hinten rumgelaufen? Wenn man hier überhaupt. Hier kommt man gar nicht lang. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ihr wart nicht so doof. Ihr konntet einfach nicht besser. Das ist traurig. So. Nee, ich warte mal gerade hier und lasse erstmal meine Taschenlampe aufladen. Das könnte mir da hinten wieder helfen. Und das dauert so lange. Ist aber auch nichts Interessantes zu sehen. In der Zwischenzeit. So. Hey, er toggelt das jetzt. Das ist ja cool. Hätte ich vorher eigentlich gern schon gehabt. Da hinten ist wieder ein Suicider. Super. Der ist aber langsam. Dann metzle ich erst die anderen weg hier. Bevor ich dem meine Machete in die Fresse werfe. So. Oh, ich kriege sogar einen Boomerang. Ich hätte also nicht warten müssen. Egal, ist sicherer. Hat er nichts dabei? Schade. Gib mir Taschenlampe schon wieder alle hier. Mann, Mann, Mann. Unverlässliche Taschenlampe. Kann er sich hier nicht so einen großen Strahler besorgen? Die gehen doch nicht so schnell alle, oder? Die haben doch größere Batterien. Das wird doch schon was helfen. Aber nee, oh. Na, wie sieht's bei dir aus? Nicht so gut, fürchte ich. Na, da vorne ist wieder. Oh! Oh!
Ach, ich, oh, das sah auf dem Ding so aus, als wäre hier ein Fast Travel. Ist aber nicht. Schade, ich muss es auf jeden Fall mal gerade. Ist in der anderen Pistole noch ein bisschen Munition vielleicht drin? Oder in einer davon wenigstens? Wie kriege ich das jetzt am schlauesten raus? Da ist noch ein bisschen was drin. Und oh, hier ist noch ein bisschen mehr drin. Dann nehme ich die erstmal. Denn hier sollen ja wieder menschliche Gegner sein. Und menschliche Gegner, da ist ja immer so eine Pistole ein bisschen besser. So zumindest. So schätze ich das zumindest ein. Was ist das denn? Ah, da sind die Sewers. Gibt es überall ein bisschen Stuff und dann sollte ich vielleicht schon mal ein bisschen aufpassen hier. Wer weiß, was hier für komische Leute rumeiern. Na, ja, was gibt's denn hier? Ein Hammer. Hey, der Hammer ist gar nicht so schlecht. Aber ich möchte ihn trotzdem nicht. Nee, brauche ich jetzt nicht. Oh Gott. Das klingt aber nach einem Zombie. Das klingt sogar nach mehreren Zombies. Ich dachte, hier sollen irgendwelche Typen sein. Na ja, gut. Close Team. Ja, ja, ist ja gut. Gute Güte. Komm, stirb. So. Oh. Wow. Diese Infected immer, ne? Boah. Komm ich ja überhaupt nicht mit zurecht. Eieieiei. So. Wo sind jetzt hier diese komischen Gangster? Oh. Moment, halt, halt, da war ein. Ach, kann ich auch einfach den Fury benutzen. Komm. Machen wir gar nicht groß. Brauchen wir doch gar nicht groß irgendwie. Oh. Challenge finished. It's over 9000. Alles klar. Ah! Nein! Stirb! Geh drauf! Level up! Yay! Und ein Achievement. Dedicated Student. Ich glaube, das ist ein Achievement, das irgendwie damit zu tun hat, dass ich jetzt Stufe 25 bin. So, ich könnte jetzt weiter meinen Shinobi pimpen. Ich könnte auch meinen Rage pimpen oder... Tja. Tja. Was machen wir denn da? Ich gehe mal hier weiter. Dann kriege ich nachher noch Firearms Apprentice. Das schadet zumindest mal nicht. Ich werde zwar nie so gut sein wie diese komische Frau, die ihre Firearms noch weiter pimpen kann, aber immerhin. Ne, da hinten will ich gerade nicht hin. Ich gehe erstmal hier rein. Ne, das war eigentlich auch nicht der Plan. Ach, ich kann die Tür nicht zumachen. Das erklärt's natürlich. Gib mir eine Taschenlampe. Ach, das war gar nicht die Taschenlampe. Es hat einfach so ein bisschen rumgeflackert. Auch sehr schön. Erstmal alles mitnehmen, dann reparieren. Eine Barbed Wire Mod. Was ist denn eine Barbed Wire Mod? Und im Radio kommt mir wieder nichts. Und Lockpicking habe ich nicht. Okay, jetzt bin ich interessiert. Erstmal reparieren. So. Was ist deine Barbed Wire Mod? Nee, bringt mir sowieso alles irgendwie nichts. Na super. Dann halt nicht. Ich könnte eigentlich diesen Mace mal pimpen. Der ist nämlich eigentlich nicht schlecht, glaube ich. Wobei ich das Gefühl habe, die Machete könnte besser sein. Hm. Jetzt ist die gar nicht. Wo ist denn die andere Machete? Ah, da. Die ist nochmal... Welche ist denn davon? Ach, die eine hat mehr Durability. Für die andere mehr Schaden und Force. Hm. Weil ich in der Durability ja was machen kann. Zumindest ein bisschen. Wie hat die? Die hat auch nicht viel. Hm. Nein, ich lasse es. Ich möchte eigentlich nur... grüne oder blaue Waffen upgraden. Alles andere halte ich ein bisschen für Verschwendung. So. Oh oh.
Oh oh. Nein, nein, geht weg. Geht doch alle weg. Lebst du noch? Jetzt nicht mehr. Jetzt auf keinen Fall mehr. Was hast du? Eine Wooden Plank. Wie? Moment. Nein, nicht nützlich. Da vorne ist irgendein komisches... Travel-Ding. Ach, ich glaube, da komme ich her. Er zeigt mir das nur hier nochmal an. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Mit einem Sledgehammer. Und ein Orange Skull? Was ist ein Orange Skull? Und was bringt er mir? Einen Moment. Einmal kurz husten. So. Und weiter geht's. Hier sieht es doch jetzt schon etwas manierlicher aus. Das dürfte ein Zombie noch sein. Ich wollte gerade sagen, hier kommen jetzt bestimmt die komischen Gangster. Aber hier noch nicht. Und ein Energy Drink und ein Fahrstuhl. Okay. Dann wollen wir doch mal da reingehen.